Hallo alle zusammen, herzlich willkommen. Ich werde euch heute über Templates erzählen, ja, wie der Einstieg in Templates für Joomla, wie man den gestalten kann. Ursprünglich sollte diesen Vortrag Nils Nübel vortragen, der musste leider aus privaten Gründen wieder zurück nach Hamburg. Deswegen ist er nicht da. Ich habe zufälligerweise auch heute meine Stimme verloren, aber irgendwie kriegen wir das hoffentlich hin. Ich bin der Ufuk Auto. Ich mache seit 2011, bin ich sehr aktiv in der Joomla-Community, betreibe seit 2009 meine eigene Agentur, die heißt joomla-agentur.de und entwickle auch selber überwiegend Templates. Deswegen denke ich, kann ich das ganz gut für ihn übernehmen. Die Slides sind, wie gesagt, im Original von Nils. Da kämpfen wir uns jetzt gemeinsam durch. So. Code. Das ist eine klassische HTML-Ausgabe. Das ist das Mindeste, was man benötigt in HTML, um irgendwas darzustellen im Browser, damit der Browser weiß, was muss ich wo ausgeben. Ja. Also jetzt ist mal nicht viel zu. Die Fragen könnt ihr gerne am Ende eines Themas stellen. Wenn die Folien grün aussieht, wisst ihr Bescheid, ist Fragezeit wohl. Ja. Ist noch ein Ding, oder? Ja, da schmatze ich so laut. Muss nicht sein. Die Links zu diesem Template, also dieser Vortrag, ist auf joomladaytemplate.nils-nübel.de und da findet ihr genau diesen Vortrag nochmal. Ja. So. Es ist keine allgemeine Lösung, es gibt viele Möglichkeiten, um Joomla ein Template zu gestalten. Es ist eine Lösung von vielen. Ja, muss nicht jetzt die beste sein. Ja, in Joomla gibt es das Konzept des Backend- und des Frontend-Templates in zwei Bereiche aufgeteilt. Wer im Backend mal war, hat gesehen, wir haben ein Isis-Template und ein Hathor-Template. Die sind benannt nach den ägyptischen Königen, ja, oder Göttern, nicht Königen. Unser Default-Template im Backend ist Isis und sieht dann so aus, kennen die meisten wahrscheinlich auch. Dann haben wir die Frontend-Templates, darum geht es heute. Ja. Unser Standard-Template ist das Protos, da sieht im Frontend so aus, kennen wir auch alle. So, der Fahrplan für heute. Einmal die Template-Struktur. Was ist das Mindeste, was Joomla von uns benötigt, um ein Template aufzusetzen? Im nächsten Schritt kommt die Moduleinbindung, also wie stelle ich Module in welcher Position da. Das dritte ist, wie kann ich Parameter in meinem Template einbauen, dass ich diverse Einstellungen in meinem Template zur Verfügung stellen kann. Das vierte ist, ein Framework einbauen, zum Beispiel Bootstrap 4, 3, 2 oder UIKit zum Beispiel. Und das fünfte wäre ein Overrides. Was benötigt ihr? XML, sagt euch das was? Okay, ist eine Auszeichnungssprache. HTML ebenso. CSS kennt ihr auch wahrscheinlich. PHP, wer kann kein PHP? Dann wird es schwierig. Also man muss wirklich auch im Teil PHP beherrschen. Ne, JavaScript, wobei jetzt im ersten Schritt ist das nicht so wichtig, aber auch JavaScript sollte man beherrschen. Und man sollte die Joomla API kennen. Ja, das sind ein paar Codeblöcke, aber das zeige ich euch dann nachher auch. WordPress? Aha. Ja gut, WordPress. Ah. Verstehe ich nicht. Ja gut, WordPress. Warum auch immer. Durchgestrichen. So, unsere Ordnerstruktur. Wer die Joomla-Ordnerstruktur einmal entpackt hat aus der SIP, weiß, dass da das Administrator, der Administrator-Ordner ist, Komponentenordner und so weiter. Und eines davon ist der Templates-Ordner. Und da legen wir einen Ordner ein, der heißt dann zum Beispiel JD 2016. Ihr könnt das so benennen, wie ihr wollt. Ja? Wir brauchen exakt zwei Dateien, damit Joomla weiß, das ist ein Template. Einmal die Index.php und einmal das Template-Details.xml. In der Template-Details.xml brauchen wir mindestens diese Angaben, damit Joomla weiß, dass es sich hier um ein Template handelt. Jetzt gehen wir mal weiter. So, einmal gibt man hier an, dass es für die Version 3 ist zum Beispiel. Oder... Okay. Oder für die Version 3.5 oder für die 3.6 oder für 3.1. Bei Type, das ist sehr wichtig, gibt man an, dass es ein Template ist, weil es könnte auch eine Komponente sein oder ein Modul sein oder ein Plugin sein zum Beispiel. Und da muss man Template schreiben, damit Joomla weiß, dieses Paket, was ich nachher erstelle, kommt in den Template-Ordner rein, im Frontend. Ach nee, der Frontend kommt jetzt. Und hier sagt man nochmal, das ist für die Seite und nicht für den Admin-Bereich. Ja, dann weiß er, er kopiert dieses Template in den Seitenbereich und nicht in den Administratorbereich. So.
Dann erweitert man das Ganze um weitere Informationen, die im Backend angezeigt werden, wie Name, JD 2016 zum Beispiel, aber das könnt ihr definieren, wie ihr wollt, Datum, Autoren, E-Mail-Adresse, das wird dann im Backend angezeigt. Wenn man das Template auswählt, dann sieht man zum Beispiel, wer es gemacht hat. Ja? So, und da muss man auch Joomla explizit nochmal sagen, welche Dateien sich in diesen beiden Ordnern befinden. Weil wenn man diese Dateien hier nicht einträgt, dann meckert Joomla und installiert die erst gar nicht. Ja? Und lässt die aus. So, Index.php. Okay. So sieht die Index.php einmal aus. In der leeren Variante. So, und das ist das Erste. Joomla hat eine eigene Auszeichnungssprache. Und das beginnt jetzt für das Template meistens mit JDoc Include. Wenn man da dann Type Component eingibt, erzählt man Joomla quasi damit, dass er genau an der Stelle die Komponentenausgabe rendern soll. Ja, also dieses Stückchen Code ist dafür zuständig, dass da die Komponente erscheint. Wenn ihr angenommen eine Komponente, eine Galerie installieren würdet, würde sie genau zwischen diesen beiden Body-Tags erscheinen. Dann haben wir noch einen anderen Type, das nennt sich JDoc Include Type Message. Damit sagt man, die System-Messages, die in Joomla generiert werden, angenommen, ihr habt euch falsch angemeldet, dann steht da Benutzername falsch oder Passwort falsch, dafür wäre dieses Type zuständig, das Message-Type. Ja? An der Stelle zum Beispiel. Also ihr seht jetzt hier, oben ist das Message. Und hier wäre die Komponente zum Beispiel. Nochmal Message. Ich weiß nicht warum. Ah, okay. So. Jetzt kommen wir zu einem dritten Type. Type-Head. Da ist zum Beispiel alles drin, was Joomla an CSS-Dateien, JavaScript-Dateien, der Browser-Titel wird da reingepackt, die Meta-Descriptions werden da reingepackt, all diese Sachen werden automatisch mit diesem Befehl reingeholt. Angenommen, ihr habt wieder eine Galerieerweiterung, dann würde auch diese Galerieerweiterung seine CSS- und JavaScript-Dateien, die ihr benötigt, da reinladen lassen quasi, damit es dann da automatisch zwischen diesen beiden Head-Bereichen geladen wird. Dann haben wir noch das dritte, den vierten Type, das sind die vier wichtigsten Type in Joomla für Template-Entwickler, Modul-Type, und der kriegt den Namen Debug oder die Position Debug. Ja, der ist so gemacht. Okay, Name Debug. So, was machen wir jetzt? Jetzt sind wir wieder in der Template-XML. Man muss Joomla sagen, welche Positionen vorhanden sind, damit Joomla weiß, wenn man jetzt in einem Modul ist und ein Modul anlegen möchte, hat man ja auf der rechten Seite Position auswählen. Und eigentlich weiß dann Joomla nicht, wenn man hier nichts eingibt, dass dann Debug-Position ist in diesem Template. Also muss man das dem sagen. Man kann auch natürlich selbstständig Debug reinschreiben und auf Enter drücken, dann weiß das Joomla. Aber das ist dann die Variante, die für den Nutzer komfortabler ist. Hier gibt man die Position ein, die man benötigt. So. Und jetzt hat er da unten zum Beispiel eben die Debug-Konsole. Ja? Nachdem er das im System aktiviert hat. So, vielleicht wollt ihr auch beschreiben, dass euer Template halt besonders schön ist, für Joomla 3 ist, welche Agentur das gemacht hat. Könnt ihr es genau dort machen, zwischen zwei Description Tags. Aber was ist denn, wenn man das in mehr Sprachen haben will? Nicht nur in Englisch, sondern Deutsch, Englisch, Türkisch, keine Ahnung was. Dann kann man einen Sprachtag verwenden, der so ausschaut. Ja? Auch mit der Nomenklatur, also wie er es gemacht hat, TPL steht dann für Template, Unterstrich JD 2016, Unterstrich XML, Unterstrich Description, das kann man dann relativ frei auswählen. Ich zeige. So, und da muss man, wir hatten ja vorher nur zwei Dateien, einmal dieses index.php, Template Details XML. Jetzt haben wir es erweitert um einen zusätzlichen Ordner Language. Da haben wir einen Unterordner reingepackt, en-gb. Und dann haben wir zwei Dateien reingepackt, die so heißen, wie sie dort heißen. Und man könnte jetzt parallel zu en-gb, das hat er nicht gemacht, einen de-de-Ordner reinpacken und dann auch die Dateien so benennen. Also de-de. de.tpl und so weiter. So. Und dann schreibt man in die INI-Datei, schreibt man genau diesen Sprachtag, den man gerade bei der Description verwendet hat, und schreibt dann da die englische Version dahinter. Jetzt hat er da die deutsche Version, aber Joomla 3 Template als HTML5-Version, und in der de-de-Version würde man dann die deutsche Version reinschreiben. Und Joomla wüsste dann, wenn man im Backend
in der englischen Variante ist, ich nehme diese Datei. Wenn man in der deutschen Variante wäre, würde er die deutsche Datei nehmen, um die Übersetzung zu machen. So, ach, da ist nochmal Sprachschlüssel und die Übersetzung. Auch die Modulposition kann man übersetzen lassen, genauso wie da. Hat er dann da Debug genannt, macht jetzt auch keinen großen Unterschied. So, okay. Da muss man aber Joomla wieder sagen, weil das ja neue Dateien sind. Entweder macht man das auf die Art und Weise, dass das im Ordner, im Template, im Folder Language liegt und dass diese zwei Dateien hinzugefügt wurden. Das muss man für jede Sprache machen, ja, damit das dann Joomla mitbekommt. Oder die einfache Variante ist zu sagen, man macht einfach statt Filename Index.php, sagt man, ich habe einen ganz neuen Folder, da heißt Language und alles, was da drin ist, wird geladen. Inzwischen kann Joomla nämlich das selber erkennen. Früher ging nur die erste Variante. Die neue Variante geht seit neuestem. So, das ist die neue Struktur, die haben wir schon mal gesehen. So, Joomla Template. Jetzt haben wir alles angelegt auf dem Server, aber Joomla muss ja noch wissen, das Ganze installieren und wir wollen das ja auswählen dürfen im Backend. Deswegen, ach, sehr schick. Also er geht auf Erweiterungen und überprüfen, klickt auf Überprüfen noch einmal, dann erscheint in der Liste halt das Template JD 2016. Ich lasse das vielleicht nochmal durchlaufen, dann seht ihr es. Ja. Okay. So. Also er geht auf Überprüfen, klickt auf Überprüfen, dann taucht das Template auf mit den ganzen Informationen, die wir auch gerade in der XML-Datei eingetragen hatten, drückt auf Installieren, dann geht er auf Erweiterung Templates. Jetzt erscheint das hier in der Liste. Er sagt, klickt es an, sagt, es ist das Standard-Template für alle Sprachen, speichert einmal, geht ins Frontend und tada, hier ist die erste Template-Ausgabe. Template ist installiert. Die Farbe ist jetzt grün. Ich glaube, ihr dürft das fragen. Wie ist die Überprüfung, Roman? Da kommst du über oben, du klickst auf Erweiterung, Erweiterung. Den Button überprüfe ich, aber warum ist dort gestanden? Ach das, wir haben ja jetzt diese unter den im Template-Ordner. Wir haben das direkt in Joomla jetzt. Wir haben das alles bisher direkt in Joomla gemacht. Genau. Und deswegen weiß jetzt Joomla, dass das ein Template ist und lässt es uns nachinstallieren quasi. Noch Fragen jetzt bisher? Okay, dann machen wir weiter. So, jetzt kommen wir dazu, wenn ihr natürlich, wir haben die Liste der Templates, da steht dann zum Beispiel Protostar, Beats 3 und jetzt unser Template. Wir wollen auch ein nettes Vorschaubild haben. Da muss man zwei Bilder ablegen, die in der Größe 206 x 150 groß sind. Das ist dann das kleine Vorschaubild für das Template. Ja. Dann sieht man in der Übersicht dieses Bild von eurem Template, wenn ihr wollt. Ja. Und dann legt man noch ein größeres ab, das heißt dann template-preview.png hat diese Maße zum Beispiel, kann auch gerne größer oder kleiner sein, aber wahrscheinlich sind das gute Maße, deswegen hat er die jetzt vorgeschlagen. Die sieht man dann in der Großansicht, wie das Template aussehen könnte. Die packt man wieder ins Template und ihr werdet ahnen, auch diese Datei muss man wieder in XML definieren. Ja. So, ne, File nehmt, die müssen auch mit rein, sonst werden die halt nicht installiert. Beim nächsten Mal. So, jetzt sieht immer noch die Startseite genauso aus. Jetzt kommen wir zum PHP-Part. So, ihr habt das schon mal gesehen in Joomla. Da geht es dann darum zu sagen, Joomla hat eine Struktur. Im Root-Ordner von Joomla liegt eine Index.php-Datei. Und normalerweise ist Joomla so aufgebaut, dass alles über diese Index.php-Datei laufen soll. Und wir haben ja mehrere tausend Dateien und dass man nicht von links und rechts auf irgendwelche Dateien Zugriff haben darf, aus Sicherheitsgründen. Ja? Weil man könnte ja vielleicht diese Datei irgendwie manipulieren oder verschiedene Parameter mitgeben, das soll alles nicht sein. Was machen wir? Deswegen packen wir an jede PHP-Datei, die wir in Joomla hinzufügen, meistens diesen Begriff und der guckt einfach, ist in der Index.php JX ist definiert, wenn nicht, dann sterbe. Also dann hör auf und zeig dich nicht an. Ja, also man kann jetzt diese Index.php, die wir im Template-Ordner haben, wenn man die direkt aufruft und das da eingefügt hat, wird man da nichts an Ergebnissen bekommen. So.
Okay, das ist jetzt die Index-PHP, wie sie jetzt ausschaut. Packt da ganz oben hin, ja, das, was wir gerade besprochen haben. Okay, Sprache und Leserichtung. Man muss ja auch dem Browser sagen, vielleicht aus SEO-Gründen, aus Accessibility-Gründen und so weiter und so fort, muss man ja sagen, mit welcher Sprache das Ganze betrieben wird. Das kann man mit diesem Snippet machen. Wenn man PHP Echo $this language sagt, dann packt er, wenn man fürs Frontend Deutschland ausgesucht hat, automatisch de-de rein oder für Englisch halt en-gb rein. Bei der Direction, das ist wichtig für zum Beispiel eine arabische oder japanische Sprache, wo es von rechts nach links geht oder von links nach rechts, das kann man dann da eingeben. Ja, mit diesen Snippets, vielleicht kann ich euch das da zeigen. So. This Direction. Und in this, das ist das Template-Objekt, also in diesem this steht alles dazu, steht alles an Informationen, was uns das Template in diesem Objekt quasi bereitstellt, und die Direction und so weiter holt man dann raus ab. So. Fragen. Es ist grün. Keine. Weiter geht's. CSS und JavaScript. Das ist, nachdem wir, ihr habt das ja gerade alle gesehen, JDoc Include TypeHat eingebaut hat, ist das, was Joomla uns liefert. Ja, dieser Codeblock sorgt dafür, dass all das in den Head-Bereich von eurem Template eingebunden wird, und das ist der Standard, der mitgeliefert wird. Wenn ihr angenommen jetzt, wie gesagt, eine Erweiterung hättet, wie eine Galerie wieder, dann würden da viel mehr Dinge sein, viel mehr JavaScript-Dateien, viel mehr CSS-Dateien, die eingefügt worden wären. So, dann legen wir eine style.css im Ordner CSS an, geben ihm die Anweisung body in geschweiften Klammern background red, legen noch eine script.js im JS, also im JS-Ordner an und sagen quasi, wenn du aufgerufen wirst, zeig mir die Meldung wird geladen an. Dann sieht unsere neue Struktur wieder so aus: CSS-Ordner, style.css, JavaScript-Ordner, Script.js. Wir müssen jetzt wahrscheinlich die wieder eintragen. Ja. So, dann tragen wir mal Folder CSS ein und Folder JS, damit Joomla weiß, diese beiden Folder sind da. So, gehen wir weiter. Jetzt wird spannend. Man lädt, also zurück, hier lädt man nicht technisch ausgesprochen viele Informationen, die Joomla bereithält, in die Variable doc rein. Ja. Hier definiert er das Template-Verzeichnis. Er will nicht jedes Mal dieses lange this-base-url-Punkt irgendwas nehmen, sondern schreibt das in eine kurze Variable tpath rein, ja, damit er diese kurze Variable verwenden kann. Und this-base-url ist zum Beispiel dann wird vom Template geliefert, da ist dann halt die Seite drin mit der URL. Er sagt dann im Unterordner von dieser URL, ist der Template-Ordner, und dann soll er sagen, den Template-Namen nochmal verwenden, JD 2016. Er automatisiert das ein bisschen, statt das händisch zu machen. Ja. Und hier sagt er dann, und das ist die Joomla API, $doc, trage dort eine Stylesheet-Datei ein. Das ist ein Befehl, das muss man einfach auswendig können oder in der Dokumentation nachgucken. Dann sagt er unter diesem Pfad, tpath, in dem Ordner, Unterordner CSS-Style, packt das in Joomla rein. Das, was er jetzt gerade macht, wird dann automatisch in diesen JDoc Include TypeHat reinplatziert. So. Und das ist dann der Unterschied. Auf einmal ist diese Datei, wird diese Datei dann geladen, weil er das so vorher gemacht hat. JavaScript. Dasselbe Spiel mit JavaScript, allerdings jetzt mit einem anderen Befehl. Statt addStyleSheet macht er addScript, macht dasselbe. Und jetzt wird auch eine JavaScript-Datei eingefügt, direkt aus dem Template-Ordner. Das ist das Ergebnis. Er hat jetzt einen roten Hintergrund und eine Fehlermeldung oder ein Pop-up mit wird geladen. So, das ist vielleicht ein bisschen komplexer. Ist auch nicht für einen Einsteiger unbedingt sinnvoll, das so zu machen. Aber hier beschreibt er jetzt, wie man überflüssige Dateien aus Joomla-Templates entfernen kann. Die werden ja einfach so mitgeliefert, ob man sie will oder nicht. Ja.
Und diese Sachen möchte er jetzt alle entfernen. Also er will einmal den Meta-Name-Generator entfernen, wo dann steht, Joomla ist ein Open-Source-Content-Management, und er will diese JavaScript-Dateien entfernen. Und unten dieses Inline-JavaScript will er auch entfernen. Dazu schreibt er dann, okay, das ist, okay, also hier in der ersten Zeile, das ist eigentlich relativ technisch, Set Generator, das ist dieses Joomla ist ein Open Source Content Management System, setzt er hier auf 0, ja, dann schreibt er ein Array aus JavaScript Dateien, die er dann quasi hier in einem for each, also er läuft jede Datei einmal durch und setzt dann im Joomla im JDoc Head quasi diese Dateien auf 0 oder überschreibt sie, dass da nichts mehr geladen werden kann. Und hier macht er sogar mit bisschen Regular Expression, entfernt er dieses Inline-JavaScript, aber ich denke, als Anfänger braucht man sowas nicht. Ich habe es euch trotzdem mal gezeigt. Oder sagt, würdet ihr sowas brauchen? Ich denke nicht. So. Hätte auch Fragen dazu? Hier eine Frage dazu. Ja? Ist es möglich, bei dem CSS importieren, direkt einen Ordner anzusprechen, dann muss ich immer alle CSS-Dateien, die ich aufrufen will, explizit. Da gibt es noch Möglichkeiten. Du könntest natürlich gerne selber eine For-Each-Schleife bauen und sagen, füge alles in einen Ordner Stück für Stück ein. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Aber da ist die Gefahr auch groß, dass du automatisch Dateien einfügst, die du vielleicht gar nicht einfügen möchtest. Ja. Module. So, wir haben ja bereits ein Modul eingefügt, was nicht besonders jetzt schön aussah. Das war ein Debug-Modul oder ein Modul an der Position Debug. Wir wollen jetzt aber ein Modul einbauen, wo unser Logo-Bild mit drin ist. Was machen wir? JDoc include type modules name logo. Also wir haben eine Position Logo. Das machen wir wieder. Wir geben an, dass wir eine Position Logo haben, sonst weiß es Joomla nicht im Backend für die Auswahl. So, und dann können wir dem aber auch noch Attribute geben. Das machen wir so. Style gleich, zum Beispiel HTML5. Wir können auch mehrere Attribute übergeben, die komplett selbst definiert sind. Zum Beispiel könnten wir sagen Color gleich Red oder Color gleich Blue. Das ist dann aber der nächste Schritt. Also das ist der einfachste Schritt, weil das von Joomla selber unterstützt wird. So, Style 5. Das wird uns alles angeboten an Standard-Attributen, die wir mithängen können, Styles, die wir mit dranhängen können. HTML5 ist wahrscheinlich Ihnen bekannt, Table, Horizontal, XHTML und so weiter. Das sieht dann so aus. Dann hat man hier unten, wenn man vererbt hat, wird natürlich das genommen, was man eingetragen hat, das HTML5. Aber sonst kann man hier auch das nochmal überschreiben bei erweitert. Ja. HTML für Überschriften. So, dann, das ist der nächste Schritt, wir legen einen neuen Ordner HTML in unserem Template-Ordner an. Da legen wir eine Datei modules.php an. Und wir möchten ein eigenes Attribut haben. Also wir wollen jetzt nicht das HTML5-Attribut verwenden, sondern was komplett eigenes. Ja? Und legen dann, das muss man sich halt leider merken, also sowas, oder man muss die Dokumentation lesen. Man kann dann modchrome-jday oder zum Beispiel irgendwas anderes kann man da eingeben. Dann kann man da seinen Quellcode so anpassen, wie man es haben möchte, in der Ausgabe. Dann sagt man Style, also bei JDoc include modules sagt man Style JDay, man wählt seinen eigenen Style aus. Dann sieht das so aus. Dann packt er auch noch eine Div-Klasse drumherum, JDay. Okay, und das ist das Spannendste. Also hier, Joomla würde eigentlich grundsätzlich bei jedem Aufruf der Webseite alle Modulpositionen abklappern, ob welche vorhanden sind oder nicht. Ja? Und hier sagt er, wenn, if discount modules, also wenn an der Position Logo ein Modul veröffentlicht ist, dann arbeite das durch, ansonsten mach einfach im nächsten Schritt weiter.
Und das hat den Vorteil, stellt euch mal vor, ihr habt ganz viel HTML-Code, irgendwie DivClass GDay und so weiter. Das würde ja immer unnütz mitgeladen werden, wenn an der Stelle kein Modul veröffentlicht wäre. Damit verhindert man das mit diesem Code. Ja. Wichtig halt nochmal, dass Count Modules Logo die Positionen übereinstimmen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Fragen zum Modul? Okay, jetzt kommen wir zu Parametern. Man will ja, ihr habt das bestimmt selber gesehen, in dem Backend von einem Template kann man ganz viele Einstellungen zum Template machen, zum Beispiel im Protostar kann man, glaube ich, die Farbe ändern, ne, und solche Sachen. Und wir wollen das jetzt selber mal zur Verfügung stellen oder unserem Template erlauben, auch diverse andere Einstellungen zu laden. Dafür braucht es diese, muss man auch wieder wirklich nachschlagen, also Config, FieldsName, Params, FieldsetName, Advanced. Die FieldsSet sind jeweils diese Reiter, die man oben hat. Jedes FieldsSet ist ein eigener Reiter. Dann legt da eine extra Datei blue.css ein. Die erste Style.css war ja Background Red, aber jetzt legt er eine blue.css an. Und jetzt sagt er in den Template Details XML erweitert er das so weit, dass er sagt, wir verwenden. Oh ne, okay. Wir haben ganz viele Formfelder in Joomla. Ein Formfeld ist TypeFileList. Damit sagt man, liste mir Dateien aus einem Verzeichnis. Und dem gibt er den Namen CSS-FileName. Das kann er so auswählen, wie er will. Muss nur eindeutig sein, das ist wichtig. Dann sagt er, standardmäßig soll das Teil CSS ausgewählt haben. Die Labels sind klar. Dann sagt er bei Directory, liste mir alle Dateien aus dem Ordner CSS aus. Und was sehr wichtig ist, er filtert das auch nochmal. Wenn da zum Beispiel eine andere schadhafte Datei wäre, die würde dann nicht angezeigt werden. Die könnte man nicht auswählen. Er sagt, zeigt mir nur die CSS-Dateien aus diesem Ordner an. Nachdem er das gemacht hat, haben wir im Backend so eine Auswahlliste. Also er weiß jetzt, Joomla hat jetzt in diesem Ordner nachgeguckt und uns diese beiden Optionen angeboten, weil da zwei Dateien drin liegen. Hätte ich eine dritte Datei, green.css, würde er mir diese auch anzeigen. Dann muss man Joomla ein bisschen oder das Template ein wenig intelligenter machen. Vorher haben wir gesagt, statisch, lad einfach die Style CSS. Jetzt machen wir das anders. Jetzt machen wir das so, dass er in diesem blauen, wo Params steht, holt er quasi dieses Parameter ab, dass da Blue CSS eingestellt wurde, schreibt das in Params rein, schreibt dann in der nächsten Zeile nochmal, entschuldigt bitte. Okay, Params. Letztendlich schreibt er in dieses CSS-FileName, was ihr da seht, schreibt er das aus, was im Backend ausgewählt wurde. Entweder Style-CSS, was ja Default ist, oder Green-CSS oder Blue-CSS, was auch immer. Und unten bei Doc-Add-Style-Sheet-CPS wird dann automatisch das reingesetzt, was bei CSS-FileName ist, in die Variable reingesetzt. So, jetzt haben wir Blue-CSS ausgewählt und der Hintergrund ist blau. Das war es zu den Params. Habt ihr da Fragen dazu? Dann geht es weiter. HTML5. Okay, jetzt bauen wir mal Bootstrap 4 in unser Template ein. Probieren das mal aus. Dazu muss man natürlich die Bootstrap-Dateien irgendwo heruntergeladen haben und packt sie einmal in den CSS-Ordner, einmal in den JavaScript-Ordner. Natürlich muss man dann nur auch sagen, okay, Add Stylesheet die Bootstrap-Datei und Add Script die Bootstrap-JavaScript-Datei, die man benötigt. Das haben wir schon alles einmal gemacht. Und dann haben wir schon ein wenig Bootstrap-Markup. Okay, jetzt wieder ein Video. Und jetzt zeigt euch, wie man Overrides macht wohl. Dazu geht man auf Templates. Das ist viel zu schnell. Kennt jemand diese Ansicht nicht? Mit den Overrides? Overrides erstellen? Okay, kennt ihr schon, ja. Eine andere Methode. Ja. Also letztendlich geht es darum, dass man, Joomla hat einen Bereich, wo man Overrides erstellen kann. Wenn man auf den Reiter klickt, auf Notmenü klickt,
dann wird automatisch, werden diese Dateien erstellt, dann kann man in diese Dateien reingehen und Override für Joomla stellen, also die Standardausgabe eines Moduls zum Beispiel ändern im Menübereich, und das macht er. Ja. Er sagt im Menü, du siehst jetzt gerade schlecht aus, du passt nicht so ganz zu Bootstrap, fügt da einige Klassen hinzu, wie man es hier gerade sieht, damit Bootstrap-Klassen angesprochen werden. Und dann sieht das Menü halt relativ schick aus. Ja, jetzt ist das Home in weiß und nicht blau und nicht so weit versetzt nach oben. So, Joomla Day Template Needs, das war es glaube ich schon. Hier wird nochmal alles verlinkt. Fragen? Da wurde das eingebaute Bootstrap jetzt verwendet. Nee, das war ein eigenes Bootstrap. Er hat Bootstrap 4 eingebaut. Du kannst alles andere auch einbauen. Na, ich kenne nämlich ein Plugin, mit dem man Bootstrap und jQuery ausschalten kann, das mit Joomla Core und von Twitter Bootstrap runterlädt. Kann man auch machen, ja. Aber wer fühlt sich überhaupt bereit? Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wer könnte jetzt nach dieser kleinen Session ein eigenes kleines Template anfangen? Oder wo wird es hapern? Vielleicht kann ich es in meinen Worten nochmal besser erklären. Sehr, sehr gut erklärt. Okay. Der Bootstrap-Teil war ein bisschen schnell. Der Bootstrap-Teil? Was würdest du gerne da wissen? Na, wo fügt man das dann ein? Wenn man gesehen, wir haben diese zwei Ordner, wo diese JavaScripts dann drinnen sind und die Style-Sheets, und wo baue ich die dann ein? Die werden dann automatisch geladen. Das gibst du ja nochmal in deiner index.php-Datei. Das sieht man dann hier, also wir haben ja die ursprüngliche Index.php gehabt mit Style-CSS und so weiter, aber er baut hier nochmal extra Bootstrap-CSS ein und auch die Bootstrap. Natürlich muss man dann noch das gesamte HTML-Markup, was man hat, in Bootstrap-Style haben, Bootstrap-4-Style haben, sonst bringt das ja einem nichts. Ja. Noch weitere Fragen? Ich glaube, er hat bei alle Hochachtung, hat er, glaube ich, den Schritt ausgelassen, wo man diese Bootstrap und die CSS-Styles dafür runterladen kann. Okay, die musst du ja selber runterladen und natürlich in diese Ordner laden. Ist ja auch nur ein Einstieg, genau. Also wenn keine Fragen sind, dann würde ich sagen, vielen Dank. Danke. Ja. Danke sehr.